Hallo, ich bin Caroline Drewes und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Mensch wie Tier energetisch zu unterstützen und zu begleiten. Dabei spielt es bei mir keine Rolle, ob es um Körper, Geist oder Seele geht, weil ich bei meiner Arbeit festgestellt habe, dass es gerade wichtig ist, wenn wir alle drei Komponenten zu gleichermaßen die Aufmerksamkeit schenken. Das geschieht zum einen über die ganzheitlichen Heilbehandlungen, wo ich wirklich auch die Möglichkeit habe, dann beim Mensch oder auch beim Tier wirklich dann im ganzen System zu lesen. Das ist, oder das kann man sich vorstellen, wie wenn ich dann wirklich im Buch lese und kann dadurch dann dir oder auch dann für deinem Tier die tiefere Einblicke geben, wo man selbst vielleicht noch gar nicht gewusst hat, dass das in einem steckt oder dass da die Problematik oder die Thematik liegt. Zum anderen auch das pferdegestützte Coaching. Und warum Pferde? Weil ich einfach festgestellt habe, dass Pferde einen in jeder Situation und immer zu 100% spiegeln und uns immer auch ohne zu bewerten oder ohne zu urteilen uns das sagen, was sie wichtig finden, zu sagen und nicht, was wir glauben, was jetzt wichtig ist oder was wir hören wollen. Zum anderen reagieren sie dann auch sofort auf das neue Freigesetzte, wenn wir es schon geschafft haben, Probleme oder Problematiken oder auch Programmierungen und Muster zu lösen und dadurch dann auch eine ganz neue Energie in uns freigesetzt haben, reagieren sie auch sofort auf das. Und das hilft den meisten Menschen wirklich dann auch, die neu gewonnene Energie im Alltag dann nicht zu verlieren, sondern wirklich auch beizubehalten, weil sie dann sich immer wieder daran erinnern können, was habe ich in dem Moment gespürt, wo ich in der neuen Energie war und nicht mehr in dem alten. Und das ist wirklich für mich so das, warum ich das eben auch mit den Pferden mache. Zum anderen ist auch ein großer Teil oder ein sehr, für mich auch oft ein sehr berührender Teil, wirklich auch die Arbeit oder die Kommunikation mit Tieren. Dabei helfe ich den Menschen, ihr eigenes Tier wieder viel, viel besser verstehen zu können oder auch die Mensch-Tier-Beziehung nicht nur als Belastung oder oftmals auch als Belastung zu sehen, sondern das, was es auch ist, ein Geschenk und das auch genießen zu können. Dadurch stellt sich ganz oft auch raus, dass eben die Problematik nicht oft, in den meisten Fällen nicht rein beim Tier liegt, sondern eben auch beim Menschen, da uns eben auch die Tiere an die Seite gestellt werden, damit wir eben bei uns hinschauen, hinhören. Und wenn wir uns auf das mal eingelassen haben, dann ist es sogar eine sehr bereichernde Möglichkeit wirklich oder auch eine sehr berührende und eine sehr erfüllende Beziehung, die wir eingehen. Ganz besonders liegen mir in meiner Arbeit die Seelen am Herzen, die als Problem betitelt werden oder denen gesagt wird, da geht nichts mehr, find dich damit ab. Denn ich habe durch mein eigenes Leben oder durch das, dass ich selber schon so viel durch habe, festgestellt, geht nicht, gibt's nicht. Und Probleme sind dazu da, dass sie gelöst werden dürfen und auch können. Vielleicht darf ich ja auch dich oder dein Tier ein Stück deines Weges, deines ganz eigenen Weges begleiten. Ich würde mich sehr, sehr freuen.